Hallo liebe Eisenbahnfreunde, Eisenbahnfans und andere Interessierte. Ich nehme mich hier mit auf ein kurzes Filmchen, das am Crawford Hill im Mai 2015 entstanden ist. Diese Aufnahmen hatte ich schon mal online gestellt gehabt, in einem anderen Zusammenhang. Bin jetzt beim Stöbern auf der Festplatte wieder drüber geflogen und dachte mir, die sind eigentlich so schön, dass ich die auch mal einzeln zeigen kann. Der Crawford Hill ist ein Helper District, also ein Abschnitt, an dem die Züge den Berg hoch mit bemannten Schiebelokomotiven nachgeschoben werden. Die Strecke hat eine Steigung von 15,5 Promille, beginnt bei 1121 Metern über Meer und geht hoch in Richtung Belmont von Crawford aus auf 1371 Metern. Die Züge, die hier nachgeschoben werden, sind meistens 16.000 Tonnen, also 16.000 metrische Tonnen, 18.000 imperiale Tonnen, schwere Kohlezüge, die aus Wyoming, aus dem Powder River Basin kommen, wo diese Kohle im Tagebau gefördert wird. Dieser Gemischtwarenladen, den wir gleich sehen werden, der sollte auch nachgeschoben werden. Wir konnten vorher aus dem Geschnatter auf dem Funk identifizieren, dass eine der Schiebelokomotiven einen Defekt hatte und getauscht werden sollte. Und die Worte des Lokführers von diesem Gemischtwarenladen waren sinngemäß: Naja, wir probieren es und schauen mal, wie weit wir kommen. Die drei Lokomotiven an diesem Gemischtwarenladen sind Lokomotiven vom Typ General Electric ES44C4. Das heißt, jede Lokomotive ist dieselelektrisch. Die 12-Zylinder-Dieselmotoren unter der Haube dieser Lokomotiven leisten jeweils 4400 Horsepower. Und das C4 steht für zwei dreiachsige Drehgestelle mit aber nur vier angetriebenen Achsen. An der mittleren Achse sind links und rechts vom Radlager am Drehgestell Rahmen Druckluftzylinder erkennbar. Diese Druckluftzylinder nehmen im niedrigen Geschwindigkeitsbereich Gewicht von der mittleren nicht angetriebenen Achse des Drehgestells und somit stehen den äußeren angetriebenen Achsen des Drehgestells jeweils mehr Gewicht der Lokomotive zur Verfügung, denn je mehr Gewicht auf einer angetriebenen Achse ist, umso höher kann ich mit der Kraftübertragung gehen, umso besser ist die Ausnutzung der Adhäsionskraft.
Dieses quietschende Geräusch, was wir immer wieder hören, ist, wenn die Lokomotiven regeln, wenn sie anfangen zu schleudern und die Lokomotive dies erkennt und dem entgegenwirkt, indem sie die mittlere Achse des Drehgestells entlastet und die Lokomotive dann kurzfristig wieder in Tritt kommt. Da das Wetter so miserabel war und wir schon einigermaßen gebadet waren, habe ich dann leider keine weiteren Aufnahmen gemacht. Wir waren allerdings noch im Auto und haben dann gesehen, wie von hinten eine Hilfslok rangefahren ist, beziehungsweise dieses Helperset, das besteht dort immer aus zwei Lokomotiven. Eine Lokomotive war online, hat also gearbeitet, die andere hat nicht gearbeitet. Der Loktausch bei diesem Helperset wurde nach hinten verschoben und nachdem die vierte Lokomotive hinten am Zug war, ging es dann mit vereinten Kräften problemlos den Berg hoch. Das war es dann auch schon wieder für dieses Filmchen. Noch ein paar kurze Fotos, ein paar Impressionen von der Gegend dort. Freue mich über euer Like, euer Abo vom Kanal und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Servus, euer Alex. Ja, hallo, servus. Sehr, sehr schön.